aus dem Bundestag heute mit Andreas Schwarz. Er ist SPD-Abgeordneter aus Oberfranken. Das gehört zu Bayern, für die, die es in Berlin nicht wissen. Ich muss gestehen, ich wusste es auch nicht so genau. Aber Sie waren 18 Jahre lang Bürgermeister und haben einen richtigen Beruf gelernt und sind heute quasi Online-Weltmeister im Online-Handel. Das hat mich so verblüfft, da habe ich gesagt, wie geht denn das? Ja, es gibt auch Unternehmer in der SPD und ich habe auch klein angefangen. Aber Sie sind nicht der Einzige. Nein, nicht der Einzige. Es gibt viele. Also in Bayern beispielsweise haben wir mehr Unternehmer in der SPD wie die FDP-Mitglieder zum Beispiel. Das nur mal so am Rande bemerkt. Wie kommt man dazu? Das hat sich einfach so ergeben. Das war mehr oder weniger Zufall mit dem Onlinehandel und das hat sich einfach entwickelt im Laufe der Jahre. Und jetzt habe ich ein kleines mittelständisches Unternehmen. Was machen Sie denn da? Also wir handeln mit Spielwaren, schwerpunktmäßig, also ein ganz interessantes Sortiment. Also Online-Spielwarenhändler und da ja, sind Sie Weltmeister. Das ist auch total spannend, total schön, weil man da irgendwie auch jung bleibt, weil die Kundschaft ja immer eine junge ist. Spielwaren, mein Enkel ist 9, was würde ich dem jetzt kaufen müssen? Also Sie können mit Sicherheit Lego, macht sich immer gut. Ja, und Chima oder wie das heißt. Genau, Chima, Ninjago, da gibt es also die verschiedensten Sachen oder auch Technik. Ja. Gibt es für das Alter, Playmobil wäre mit Sicherheit was Tolles. Nee, das mag er nicht. Mag er nicht so, aber Lego macht man normalerweise ja. Nichts verkehrt. Aber Sie kennen alles. Kennen sich in allen Bereichen aus. Relativ, mittlerweile nicht mehr ganz so, weil ich nicht mehr so stark bitte in der nicht Materie Andreas bin. Schwarz jetzt eine Mail schicken. Was schenke ich meinem Enkel oder meinem Kind? Ne? Das wollen wir lieber sein lassen. Ich denke, das kriegt man auch so hin über Suchmaschinen. Und wenn man mal auch die Interessen der Kinder abfragt, kriegt man ganz schnell mitgeteilt, was Wunsch sein Wie kann. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Also ich habe mit einem Einzelhandelsunternehmen angefangen, mit einem klassischen Ladengeschäft, das habe ich auch heute noch. Und da haben wir aber so verschiedene Verkaufen Sie Spielzeug? Wir verkaufen unter anderem Spielzeug, Geschenkartikel, mittlerweile haben wir auch Lotto Toto mit dabei, Zeitschriften. Wir sind so ein kleiner Nahversorger bei mir in meinem Ort, in dem ich auch Bürgermeister war. Und im Laufe der Zeit hat sich eben Spielzeug herauskristallisiert als eine Ware, die einfach läuft. Und da haben wir einfach den Kinder Fokus gibt's drauf. Kinder gibt es immer, ne? Leider immer weniger, deswegen suchen wir oder stellen wir mittlerweile auch um auf Spielzeug für ältere Menschen, ja, weil das auch ein Zukunftsmarkt werden kann. Womit soll ich spielen? Ach Gott, Fischertechnik zum Beispiel, Lego gibt es mittlerweile auch Technikkästen für Erwachsene. Also Sie können auch mit Dampfmaschinen, das ist auch mit Sicherheit was Spannendes oder auch Gesellschaftsspiele. Also da gibt es eine breite Bandpalette. Mal eine ganz ehrliche Antwort auf eine ganz indiskrete Frage. Wenn Sie im Bundestag sind, haben Sie denn so kleine Lego-Bausteine dabei, wenn es Ihnen zu langweilig wird? Nein, weil ich jetzt sagen muss, Langeweile ist etwas, was ich in meinem Leben noch nie gekannt habe. Ich habe immer was zu tun und wenn ich nichts zu tun habe, dann suche ich mir was. Und bevor ich jetzt dann mit Lego-Steinen spielen würde, was ich zu Hause mit meiner Tochter natürlich gerne mache, kein Thema. Aber im Bundestag, da haben wir so viel Arbeit, da müssen wir lesen, uns vorbereiten und. Und Lego-Steine lösen die Probleme leider noch nicht. Nein. Ja. Kommen wir nochmal auf die Woche zurück. Diese Woche, Sie halten eine Rede zur Maut. Ja, wird bald gelöst sein, entnehme ich Ihren Worten. Ja, so wie es im Koalitionsvertrag steht, habe ich auch so verstanden. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, was sind denn die anderen Schwerpunkte Ihrer Arbeit im Bundestag? Sie sind ja jetzt ein Jahr dabei. Macht Spaß zunehmend, wie ich auch gehört habe. Es macht zunehmend Spaß, klar. Was sind so die Aufgaben? Also eine ganz spannende Aufgabe war ja, und es war auch meine erste große Aufgabe, die ich als Berichterstatter für die SPD mit der Union verhandeln durfte, war die strafbefreite Selbstanzeige. Also ich bin ja auch für Steuerkriminalität zuständig. Und dieses Gesetz haben wir ja letztes Jahr zu Ende gebracht, greift jetzt ab diesem Jahr. Und das war mit Sicherheit etwas, was beim Andreas Schwarz hängen bleiben wird, weil es das erste Gesetz war, weil es auch sehr gut gelaufen ist, dieses Gesetz, und letztendlich auch für Gerechtigkeit in unserem Land sorgen wird. Das wundert mich immer wieder, dass die Selbstanzeigen deutlich zunehmen. Die Leute haben also offenbar doch sehr viel Angst, dass sie jetzt geschnappt werden. Ja gut, das war im letzten Jahr. Da hatten wir so ein Rekordjahr, weil man gemerkt hat, es wird teurer in Zukunft und es wird ein bisschen aufwendiger in Zukunft werden, wenn man sich hier wieder steuerehrlich machen will. Und das wollen wir ja, dass die Menschen weiterhin eine Chance haben, steuerehrlich zu werden. Aber
es hat seinen Preis und dafür haben wir mit diesem Gesetz gekämpft und haben hier auch viele Ideen, die auch aus dem, von den Ländern kamen, aufgegriffen und haben die hier in ein gutes Gesetz gegossen. Nomen est omen, Schwarz gegen Schwarzgeld. Jawohl. Und haben Sie auch Steuerbetrüger in Ihrem Wahlkreis? Ja, mit Sicherheit gibt es die auch, auch in unserem Wahlkreis. Haben Sie noch nicht geoutet? Also ich glaube, es gibt nirgendwo eine Oase der Glückseligkeit. Sicherlich gibt es auch bei uns strafbefreite Selbstanzeigen. Ich habe auch da mit unserem Finanzamt Kontakt. Aber das hält sich in einem Rahmen, wo Sie sagen, das kann man handeln. Das ist nicht der Boom, aber sicherlich der eine oder andere macht sich hier oder hat sich zumindest im letzten Jahr versucht, noch steuerehrlich zu machen. Haben Sie Beschäftigte in Ihrem Unternehmen? Jawohl, 11 Stück. Wie ist es denn mit der Kontrolle beim Mindestlohn? Ja, das ist, es ist richtig, dass es kontrolliert wird, weil sonst macht der Mindestlohn keinen Sinn. Was mich nur überrascht hat in der öffentlichen Diskussion war, dass man scheinbar in Deutschland keine Arbeitszeiten erfasst, wo ich weiß, dass dieses Gesetz, wenn es um diesen Mehraufwand geht, nur 330.000 Mitarbeiter betrifft, die jetzt plötzlich Aufzeichnungspflicht haben. Bisher war das ja sowieso schon und ich muss sagen, dieses Gesetz ist sicherlich mal eine Umstellung. Auch für mich jetzt als Online-Händler, aber das ist handelbar. Das kriegt man hin und man sollte auch sich die Zeit nehmen, mal 2, 3 Abrechnungen abzuwarten, um zu gucken, wo knackt es da im Gebälk und dann hat man immer noch Möglichkeiten, dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu modifizieren. Aber jetzt schon gleich von einem Bürokratiemonster zu reden, das finde ich nicht angemessen. Das ist doch Ihr politischer Gegner, der das macht, CSU Jawohl. Genannt. Ja, und dann habe ich immer den Eindruck, das ist ein Riesenmonster. Und jetzt höre ich, das sind nur 330.000, die davon betroffen sind. Die von dieser Aufzeichnungspflicht jetzt neu betroffen sind, weil ich gehe schon davon aus, dass man in Deutschland Arbeitszeiten erfasst. Und wie gesagt, es sind ja auch nur die Löhne unter 3.000 oder 2.900 Euro, die jetzt hier in diesen Mindestlohnbereich fallen. Also von daher hat man hier schon kräftig mit der Angst geschürt. Also nicht angebracht, ja? Kontrollen sind nötig. Auf jeden Fall. Muss so sein. Ja? Rente ist durch, Mindestlohn ist durch. Was bleibt denn noch für die SPD? Ach, da gibt es noch viele Aufgaben. Also wir haben jetzt beispielsweise noch den Länderfinanzausgleich zum Beispiel zu stemmen. Ist ja auch etwas, wofür ich zuständig bin. Also, ja, ja, Sie sind ja aus Bayern. Ich bin ja, aus das Bayern. Das sage ich jetzt mal bestimmt bewusst Bayern, die unsere Kitas bezahlen, nicht? Das ist natürlich immer so eine Sache. Wissen Sie, wenn Sie pendeln zwischen Bayern, dem Geberland, und sind jetzt hier in Berlin, dem größten Nehmerland, Bayern das größte Geberland, wir müssen natürlich auch hier für mehr Gerechtigkeit sorgen. Und wir dürfen aber auch nicht die Solidarität unter den Bundesländern abschaffen. Der Länderfinanzausgleich hat seine Berechtigung und er ist auch richtig. Bloß wir müssen dahin kommen, dass wir bedarfsgerecht fördern und nicht nach Himmelsrichtungen. Und wir müssten vielleicht auch dafür sorgen, da spreche ich jetzt wieder mal als Bürgermeister, dass das Geld vielleicht auch mal direkter zu den Kommunen kommt. Weil oft wir verteilen vom Bund ans Land, aber wissen nicht, ob das im Land dann auch bei den Städten und bei den Gemeinden ankommt. Geben Sie denn gerne für Berlin? Wir geben sicherlich immer gerne für Berlin, wenn es notwendig ist und wenn das Geld auch, sagen wir mal, vernünftig eingesetzt wird. Und das verlangt einfach auch die Solidarität. Und ich bin Sozialdemokrat und das steht bei uns auch auf der Fahne. Solidarität ist ein hohes Gut und deswegen möchte ich an diesem Länderfinanzausgleich auf jeden Fall festhalten. Er sollte nur bedarfsorientierter sein und direkt bei den Kommunen ankommen. Dann würden wir der kommunalen Familie, denke ich, auch einen großen Gefallen und einen großen Wunsch erfüllen. Was mögen Sie an Berlin am liebsten? Berlin ist einfach eine tolle Stadt. Das Angebot in Sachen Kultur und sonstigen, obwohl man es nicht so nutzen kann. Aber auch diese Ruhe, diese Großstadt trotzdem hat, gerade mal so abends, wenn man durch die Straßen geht, diese Ruhe. Also ich finde sie trotzdem irgendwo faszinierend, diese Stadt, die Größe dieser Stadt, das viele Grün, das wir hier an vielen Stellen haben. Und also Berlin ist wirklich schön. Ihre Gemeinde, wo Sie 18 Jahre lang Bürgermeister waren, wie viele Einwohner hat die? 8.000. 8.000? 8.000 Einwohner. Berlin ein bisschen größer. Wo gehen Sie am liebsten hin in Berlin, wenn Sie mal Zeit haben? Also wenn zwischen Arbeit und Hotel. Also da bleibt leider nicht viel. Aber wenn, dann gehe ich gerne bummeln und setze mich in einen Café, beobachte Menschen und komme auch da mit Menschen ins Gespräch. Und das ist mir auch wichtig, dass man diese Nähe zu den Menschen auch hier in Berlin hat, ja, und einfach auch mit Wildfremden, auch mit Touristen oder mit Reisegruppen, die mich so besuchen, dass man mit den Menschen das Gespräch sucht, die Nähe sucht, um einfach auch die Bodenhaftung zu behalten, die ganz wichtig ist, wenn man pragmatische Lösungen hier in Berlin für die Menschen in unserem Land erreichen will. Bodenhaftigkeit, die SPD ist bei 25, was muss denn passieren,
damit 2017 vielleicht eine 3 davor steht. Der Wähler muss uns wählen. Ja. Das ist das Einfachste. Ja. Aber Spaß das beiseite. Haben Sie bestimmt auch als Bürgermeister immer gesagt. Wählt mich und es wird besser. Also ich glaube, man sollte sich von den Umfragen, die ja im Moment laufen, nicht verrückt machen lassen. Da ist es noch einige Zeit hin bis zur Wahl. Und wir müssen einfach unsere Arbeit kontinuierlich fortsetzen. Und wir müssen Vertrauen uns erarbeiten. Das ist ganz wichtig. Die Politik lebt von Vertrauen, auch von Sicherheit. Die Menschen wollen sich sicher fühlen. Und wir müssen auch den Menschen als SPD Perspektiven aufzeigen. Wo geht dieses Land hin? Wie geht es weiter mit Kindererziehung? Wie geht es weiter im Bereich der Seniorenbetreuung? Und. Da gibt es viele, viele Fragen. Und letztendlich geht es darum, dass viele Menschen in diesem Land Perspektiven wollen. Und die müssen wir aufzeigen. Aber alles, was die SPD versprochen hat im letzten Wahlkampf, ist umgesetzt. Und man könnte ja sagen, prima, so schnell hat es noch keine Regierung geschafft, SPD auch nicht, ja, alles ist da. Trotzdem passiert nichts. Ich denk, ein Seufzer sicherlich aus ein das war jetzt ein Seufzer aus Oberfranken, weil ich, wie ich es gerade erwähnt habe, mich nicht an diesen Umfragen jetzt festmachen würde, sondern wir müssen einfach hier weiter unsere Arbeit machen. Wir müssen in diesem Land für auch mehr Gerechtigkeit sorgen, ob Bildungsgerechtigkeit und. Da gibt es ja viele, viele Themenfelder und wir haben jetzt ein gutes Jahr Arbeit hinter uns und wir haben noch 3 Jahre vor uns und wir müssen 3 Jahre weiterhin Vollgas geben in dieser Koalition, um die Wähler zu überzeugen. Und da habe ich keine Sorge, dass das bei Andreas Schwarz, SPD-Abgeordneter aus Oberfranken in Bayern, ja, für die Berliner muss man das alles nochmal sagen, in guten Händen ist, 18 Jahre Bürgermeister gewesen, in einem Umfeld, das ganz schwarz war von CSU, aber ja, Sie haben es geschafft als SPD-Abgeordneter. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.